Lektion 40. Ich bin gesegnet als Sohn Gottes. Und wow, was für ein freudvoller Tag heute. Schon den ganzen Tag. Ich bin gesegnet als Sohn Gottes. Ich bin glücklich, friedlich, liebevoll und zufrieden. Es gibt nichts zu fürchten. Wow, und in diesem Üben heute, in diesem Sein mehr und mehr, in unseren wirklichen Gedanken zu sein. Ich bin gesegnet als Sohn Gottes. Und es ist nur mein Engpass, so gesehen, ob ich das da sein lasse oder nicht. Das ist diese Bereitschaft, diese Bereitwilligkeit, das mehr als wie alles andere zu erfahren, dass das unsere Wirklichkeit ist, die wir miteinander teilen, in der wir uns wiederfinden, in der wir uns begegnen, in diesem Segen. Ich bin gesegnet als Sohn Gottes. Ich bin gesegnet in der Erinnerung, wer ich und alle anderen wirklich sind. Ich bin gesegnet in der Erinnerung, dass wir uns jetzt gegenwärtig im reinen Geist begegnen, im Heiligen Geist. Wenn ich bereit bin, mit nichts mehr Recht zu haben, von Vergangenheit, mit nichts mehr Recht zu haben von so bin ich, das sind die Muster, so bin ich konditioniert. All das ist erlöst im Segen Gottes, in dieser Erinnerung, hey wow, ich bin jetzt gegenwärtig, geliebt, liebend. Und egal wo ich gerade bin, egal mit wem ich gerade zusammen bin, jetzt ist mein Moment, in dem ich Vergebung da sein lassen kann. Erlösung, wahre Wahrnehmung mehr und mehr. Dass wirklich dieses Feuer im Herzen, dieser Funke, der immer mehr zur Flamme wird im Geist, im Herzen, in uns, in unserem wirklichen Selbst, dass das die Erinnerung ist. Und dass wir in dem erfahren und das immer wacher, dass wir jetzt gegenwärtig neugeboren in Gott sind. Und einfach nur inspiriert im Heiligen Geist diese Erinnerung, die Heilung, die wir erfahren, ausdehnen wollen, mit allen teilen wollen. Wow, was für ein wundervoller Übungstag heute. Hey, ich bin gesegnet als Sohn Gottes. Und diesen Segen, den ich so weit aus und erkenne, den in allen anderen wieder. Jetzt gegenwärtig, weil es einfach die größte Freude ist, die wir miteinander teilen können. Ich bin gesegnet als Sohn Gottes. Ich bin ruhig, still, zuversichtlich und vertrauensvoll. Und wirklich tief zu vertrauen, Gott zu vertrauen, Jesus, dem Heiligen Geist. Wow. Weil ich erinnere mich, ich habe die Lernbehinderung so gesehen in meinem Geist. Ich lasse mir helfen. Danke, danke dafür, dass Hilfe da ist, wenn ich drum bitte. Ich bin gesegnet als Sohn Gottes. Und wenn ich das gegenwärtig da sein lasse, erfahre ich, dass die Welt nicht irgendwas mit mir macht,
sondern das Ich in meinem Geist mich wirklich erinnere, wer ich bin, tiefer und tiefer, wenn ich alles loslasse, was ich versucht habe, in der Trennung aus mir und allen anderen zu machen. Ich bin gesegnet als Sohn Gottes. Danke. Danke für diese Gegenwärtigkeit. Danke für diese Stille, für diese Freude, für diese Liebe. Danke.